Ja, danke. Ich glaube, wir haben ein Problem. Aber vielleicht jetzt geht's. Ja, also danke mal vielmals, dass so viele Leute gekommen sind, jetzt wo Mittagessenszeit ist und hier noch mit uns da über dieses sehr wichtige Thema reden. Ich glaube, sehr viele Leute, die diesen Film gesehen haben, haben sich gedacht, so wie ich auch, dass es schön ist, dass man das erste Mal sieht, dass das tatsächlich Menschen machen. Ja, dass das, was wir jeden Tag als Realität begreifen, wir interagieren mit diesen sozialen Medien, dass man drauf kommt, dass die Moderationsentscheidungen nicht eben alle Algorithmus gesteuert sind, sondern dass tatsächlich Menschen dahinter stehen, die das alles sehen, filtern müssen und damit umgehen müssen. Und ich glaube, dieser Film war sehr wichtig darin, uns allen das zu zeigen. Er hat auch zu Recht einen sehr großen Impact gehabt bisher. Ich habe gerade vorhin mit jemandem geredet, der den Film vor kurzem gesehen hat und gesagt hat, dass sie aufhören musste, diesen Film zu sehen, weil vieles von dem, was die Leute gesagt haben, wie sie reagiert haben auf die Enthauptungsvideos und auf die Verstümmelungsvideos, die bei diesen Plattformen hochgeladen werden, das war einfach zu krass. Und jetzt wollte ich vielleicht einmal für die Leute im Publikum, die den Film noch nicht gesehen haben, mal an dich die Frage weiterleiten, was ist daran so krass? Warum ist diese Arbeit, die diese Moderatoren, Content-Moderatoren in den Philippinen oder sonst wo machen müssen, so schwer? Naja, eigentlich ist sozusagen diese ganze Berufsgruppe, die sogenannten Content-Moderatoren, ist ja eigentlich schon ein sehr euphemistischer Begriff, sehr unbekannt. Und es war uns auch sehr unbekannt, bis wir uns mal die Frage gestellt haben, wer kümmert sich eigentlich darum, diese Inhalte, die wir vielleicht nicht ertragen könnten, die dort nicht zu sein haben, runterfiltert. Wir haben das selbst das erste Mal, so ist uns das bewusst geworden, als 2013 am 23. März ein Kindesmissbrauchsvideo Facebook erreichte und nicht gelöscht wurde. Man sah auf dem Video einen älteren Mann, der ein sechsjähriges Mädchen missbraucht. Das war dort mehrere Stunden online, wurde in Amerika vor allen Dingen 16.000 Mal geteilt, sehr, sehr, sehr oft geliked und es gab so eine kleine Schockstarre. Und für uns war die Frage, warum passiert so etwas? Weil Material wie solches ist natürlich im World Wide Web zu finden, das wissen wir aber nicht so sehr oft auf sozialen Medien. Und haben dann einfach die Recherche begonnen mit einer ganz naiven Frage, wie machen die das? Wir dachten am Anfang, das wäre vollautomatisiert, also dass Algorithmen oder eine künstliche Intelligenz diese Sachen ausfiltert und sind dann auf eine gigantische Schattenindustrie gestoßen, weil Facebook diese Arbeit, die sogenannte Content-Moderation, an junge Leute vormals oftmals in Entwicklungsländern auslagert. In unserem Fall ist es die Philippinen, Manila, das ist auch der größte Standort für Content-Moderation. Und was die dort eben machen, die sitzen 8 bis 10 Stunden am Tag vor den Rechnern, 5 bis 6 Tage die Woche, gucken sich für $1 bis $3 die Stunde tausendfach Enthauptungen, Vergewaltigungen, das Schlimmste, was man sich als Mensch vorstellen kann, was der Mensch im Grunde ist, imstande abzuloaden, das müssen die sichten und dann entscheiden, darf das bleiben oder muss das weg. Dass diese Arbeit natürlich extreme Folgen hinterlässt bei diesen Arbeitern, ist klar, die sind total unausgebildet, die kriegen 3 bis 5 Tage Training. Das ist auch gar keine psychologische Vorbereitung, sondern in diesen 3 bis 5 Tagen werden sie versucht, bekannt zu machen mit den hunderten Guidelines, die von den großen Unternehmen wie Facebook, Twitter, Google kommen, informiert. Sie müssen die auswendig lernen, die sind eigentlich völlig überfordert damit und müssen dann in einem rasanten Tempo, also fast im 3 bis 5 Sekunden Takt, diese Bilder durchmoderieren und Entscheidungen treffen. Und die Folgen, die wir jetzt während unserer Recherche festgestellt haben, wir haben mit sehr, sehr vielen gesprochen, waren sehr unterschiedlich, jeder geht damit anders um. Es gab Essstörungen, dass Leute nicht mehr essen konnten, es gab Libidoverlust, dass Leute nicht mehr mit ihrem Partner intim werden konnten, weil sie die ganze Zeit Vergewaltigung sehen. Es gab Leute, die uns erzählt haben, sie trauen sich gar nicht mehr durch Menschenmassen zu gehen, weil sie die ganze Zeit Terrorattacken in öffentlichen Plätzen moderieren müssen und die Angst der menschlichen Natur verloren haben. Und es gibt eben auch die schlimmstmöglichen Folgen, den Suizid. Die Suizidrate in dieser Industrie ist recht hoch. Das ist kein Einzelfall, der auch in unserem Film porträtiert wird, wo ein junger Mann in einem Spezialteam gearbeitet hat, nämlich um Suizidvideos, Livestreams und Self-Harm-Videos, also Videos, in denen sich Menschen selbst verstümmeln. Das musste der sichten täglich, hat mehrmals darum gebeten, versetzt zu werden an eine andere Position im Unternehmen. Das wurde nicht gemacht und schließlich hat er sich selbst den Laptop aufgebaut und sich vor seinem Laptop erhangen. Und diese Folgen sind extrem. Und wir wissen nichts darüber und das ist im Grunde der Preis, den wir zahlen, unbekannterweise für das sogenannte saubere Internet, was ja gar nicht mal so sauber ist.
Das ist ein gutes Stichwort. Also wir externalisieren hier Kosten, wir als Leute in Industrieländern externalisieren die Kosten, die sozialen Folgekosten von dem, was wir machen. Und ich glaube, der Grund, warum vieles von dieser Content-Moderation in den Philippinen stattfindet, in einem Schwellenland, ist auch der, weil man dort ja Englisch spricht und vieles von dem Content, den wir produzieren, ist auf Englisch. Aber trotzdem ist es ja ein Land, das sehr anders ist jetzt als sagen wir mal Deutschland, in dem Sinne, dass das auch eine andere soziale Situation ist. Und so kannst du vielleicht da ein bisschen nochmal drüber sagen, wie das für die Leute dort besonders ist. Naja, die Frage, die uns aufkam, warum wählen die jetzt Manila, also die Philippinen, als den Standort aus, wo die meiste, also alle die großen Unternehmen nehmen diese Arbeit hin, outsourcen, und warum ist das so der Hauptstandort? Es kann ja nicht nur der Billiglohnsektor sein als Grund, da können sie auch woanders hingehen, nach Indien, Pakistan. Englisch ist natürlich ein Skill, der dort vorhanden ist durch die Kolonisation der Geschichte. Aber was vielleicht noch viel interessanter ist, dass bestimmte Unternehmen aus der BPO-Industrie, also der Business Process Outsourcing-Industrie, wo auch die Content-Moderation drunter fällt, werben damit, dass sie aufgrund der Geschichte der 300-jährigen Besetzung erst der Spanier, dann 100-jährige Besetzung der Amerikaner, einen Standortvorteil haben, weil sie die Werte der westlichen Welt kennen, die man braucht, um sozusagen das zu moderieren, was wir täglich hochladen. Diese Erfahrung war natürlich ganz anders. Also wir hatten nicht das Gefühl, dass man dieselbe Sprache spricht im Grunde, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein extrem katholisch geprägtes Land und nicht so den Katholizismus, den wir vielleicht in Deutschland kennen oder in anderen Ländern in Mitteleuropa, sondern es ist ein extremer Katholizismus. Das heißt, die jungen Leute posten die ganze Zeit Bibelsprüche. In jeder Schule ist der Spruch zu lesen, Cleanliness is next to Godliness. Also sich reinzuhalten ist etwas, kommt man Gott näher. Und genauso der Begriff des Aufopferns, des Sacrifice, ist kulturell sehr, sehr geprägt in den Philippinen, was sie natürlich dazu befähigt, einen Job wie einen solchen auszuhalten. Weil man kann im Grunde nur länger als ein paar Tage so einen Job machen, wenn man dem Job eine Bedeutung gibt. Und viele von den jungen Moderatoren geben dem eine christliche Mission, eine Bedeutung. Im Grunde wie Jesus am Kreuz hing für die Sünder der Welt, moderieren sie jetzt alle Sünden der Welt aus und opfern ihr Seelenheil dafür auf. Und das war stark zu finden. Und genauso der zweite Teil, der ist ein eher politischer Teil, der sehr fragwürdig ist. Seit ein paar Jahren ist Rodrigo Duterte dort Präsident. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sozusagen die Medien bis in die Philippinen verfolgt, aber der hat ja auch ein ganz spezielles Wahlprogramm gehabt, nämlich mal ordentlich aufräumen und sauber machen, also sowas wie Social Cleansing, also eine soziale Säuberung wird dort propagiert. Das heißt, alles, was einem nicht passt im Straßenleben, Kriminelle, Drogenabhängige, Drogenkonsumenten, werden einfach unsichtbar gemacht, das heißt abgeschossen. Also der hat schon sehr, sehr viele Tote auf dem Gewissen. Und diese Ideologie teilen die Moderatoren teilweise auch, indem sie sagen, ich tue nichts anderes als unser Präsident, ich räume hier mal ordentlich auf. Und alles, was verdächtig ist, wird einfach gelöscht. Und dann ist natürlich ein ganz zweiter wichtiger Teil neben den Arbeitsbedingungen dieser jungen Moderatoren eben auch, was für Konsequenzen hat das eigentlich, wenn Leute mit einer ganz bestimmten kulturellen Perspektive, mit einem ganz bestimmten Hintergrund diese Inhalte moderieren und vielleicht alles, was kritisch ist, was Minderheitenschutz bedarf, einfach weglöschen, weil es ihnen nicht passt. Ich meine, Mark Zuckerberg würde ja sagen, am liebsten hätte er das Problem gar nicht, weil am liebsten wäre ihm ja, wenn künstliche Intelligenz alle Moderationsprobleme löst, die es gibt auf diesen Plattformen. Wie siehst du die Verantwortung der Plattformen für das, was da passiert? Und ist dir aus den Erfahrungen, die du unmittelbar dort gemacht hast, eine andere Lösung als die jetzt passiert, getroffen wird, erschienen? Was würdest du machen an der Stelle? Also erstmal, das ist wahrscheinlich allen Anwesenden hier gar nicht unbekannt, wie die Öffentlichkeitsstrategie von Facebook oder auch anderen sozialen Medien ist, war es erstmal sehr frustrierend auch für uns, das wieder zu erfahren, weil wir von Anfang an eigentlich in Kontakt getreten sind mit den ganzen großen Unternehmen, wollten mit den Executives der Unternehmen sprechen, mit den Policy-Abgeordneten, mit den Leuten, die das sozusagen zu verantworten haben, dass dort Leute auf den Philippinen angestellt werden, die ja teilweise auch trainiert werden von den Leuten, die dann in Amerika sitzen und einen direkten Vertrag bei Facebook unterschrieben haben. Und da kam keine Rückmeldung. Also wir haben da sehr, sehr viele Kanäle, offizielle Kanäle, aber auch über Journalisten versucht, Wege zu finden, in diesen sehr, sehr geschlossenen, hermetischen Bereich des Silicon Valleys einzudringen. Und das war unmöglich.
Sogar den fertigen Film haben wir dorthin geschickt, bevor wir ihn dann im Januar auf der Weltpremiere hatten, und um ein öffentliches Statement gebeten, und auch da kam keine Rückmeldung. Die einzigen Rückmeldungen, die man bekommt, sind indirekt, nämlich zum Beispiel wurde vor nicht allzu langer Zeit, 3-4 Wochen, als wir die erste Fernsehausstrahlung in Europa hatten bei Arte, wurde der Trailer, den Arte von dem Film hochgeladen hat, der wurde gelöscht von YouTube. Und die Vorstellung, dass sozusagen ein Content-Moderator ein Video über die Arbeitsbedingungen der Content-Moderatoren löscht, ist natürlich schon eine sehr absurde und tragisch-komische Zusammenstellung. Aber es ist der Fall. Und das sind sozusagen die einzigen indirekten Kontakte, die wir mit den Unternehmen haben. Und das ist schon ein Problem. Aber ich glaube, dass intern, weil wir teilweise jetzt, wir waren ja sehr lange jetzt da in dieser Industrie unterwegs und haben ja auch sehr viel recherchiert, wissen wir auch davon, dass Zuckerberg beispielsweise momentan sich jeden Abend so zu seinem Abendbrot so Gäste einlädt, mit denen er diskutiert über die Probleme, die diese Plattform hat, und versucht sie zu lösen, versucht auch Leute sozusagen von außen reinzuholen, die mitarbeiten an den Problemen. Und wir wissen von diesen Gesprächen, wo Leute sozusagen uns berichtet haben davon, dass die Content-Moderation oder der Umgang mit den Inhalten eines globalen Netzwerkes eines der Hauptprobleme sind für Zuckerberg. Denn wie will er Richtlinien, die für die ganze Welt geltend auferlegen sozusagen, wie kann das funktionieren, dass das nicht zersplittert wird? Wie kann allein die schiere Masse von Inhalten, die ganze Zeit moderiert werden müssen, wie kann man die handeln? Künstliche Intelligenz als Fragezeichen, kann man Leute anders ausbilden, die das machen, das beschäftigt ihn, aber die Konsequenzen sind für uns gerade noch nicht sichtbar. Und ich glaube, vielleicht reden wir gleich nochmal über künstliche Intelligenz, das ist meiner Meinung nach keine Variante, kann man gleich nochmal genauer darüber reden, muss man die Moderatoren natürlich erstens richtig ausbilden. Das dürfen nicht 18-, 19-jährige junge Filipinos sein, die gerade aus der Schule raus sind und in den ersten Job poltern und aufgrund eines sozialen Drucks oder dem Prestige für ein amerikanisches Unternehmen zu arbeiten, sich dann ausbeuten lassen. Sondern es müssen Journalisten und Journalistinnen sein, die diesen Job machen, oder Redakteure, so wie das auch in Tageszeitungen der Fall ist. Wir alle würden ja nicht hinnehmen, wenn plötzlich die Süddeutsche moderiert wird vom Fleischermeister, der eigentlich keine Ahnung hat, was publiziert werden darf und was nicht. Wir würden sofort auf die Straße gehen und sagen, der Journalismus ist tot. Und nichts anderes ist aber gerade der Status quo bei den sozialen Plattformen. Und erschreckenderweise sind das ja für mehr und mehr Leute die ersten Informationsquellen, die wir heranziehen, wenn wir uns informieren wollen. Und da sollten wir natürlich als digitale Bürger, als Digital Citizen im Grunde sozusagen unsere Stimme eben zu sagen, das wollen wir nicht, so kann das nicht weitergehen. Ja, das ist ein glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Als Frage hatte ich mir jetzt noch kurz eine persönliche Frage aufgeschrieben, bevor wir hier schon wieder zum Abschluss kommen müssen. Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass du gleich alt bist wie ich, also 33. 32 bin ich, mein Lieber. Genau. Mal genau bleiben, ja. Jedenfalls. Jedenfalls führt mich das zur Frage, ob du glaubst, dass in der Art, wie du dich dem Thema genähert hast, dass eine genuin andere Sichtweise ist, als wenn das ein älterer Regisseur, eine ältere Regisseurin gewesen wäre, oder vielleicht auch jemand, weil wir sind ja doch nicht ganz native irgendwo, wir kannten noch ein Leben vor Facebook, so unglaublich das heute erscheinen mag. Und die Frage ist nun, also glaubst du, ist dein Zugang da ein anderer gewesen dadurch? Naja, ich finde das immer so blöd zu allgemeinern, weil dann man sofort in so einen Generationskonflikt kommt. Es gibt sicherlich auch ganz viele tolle ältere Menschen, die haben wir auch auf unseren Recherchen getroffen, die sich sehr, sehr gut auskennen in der Materie. Ich glaube, es ist nicht nur eine Generationsfrage, aber es ist schon eine Frage von, wer sitzt eigentlich auf diesen Entscheidungspositionen beispielsweise, um über diese digitale Welt zu entscheiden. Und wir waren mit dem Film nicht nur auf der ganzen Welt unterwegs, sondern zum Beispiel auch im EU-Parlament. Vor 3 Wochen hatten dort ein Screening, und dann zu spüren, dass die Leute, die verantwortlich sind, um eigentlich den Problemen entgegenzuwirken politisch mit Gesetzesentwürfen, eigentlich gar keine Ahnung haben von dem, was hinter den Kulissen von diesen Netzwerken abläuft, war für uns natürlich schon schockierend. Und da auch gar nicht so das Bedürfnis besteht, da mal nachzufragen oder sich Leute ins Team zu holen, die wirklich gut recherchieren. Weil das ist natürlich auch schwer. Wir haben von 2015 bis 2017 recherchiert an diesem Thema ausschließlich. Also es war eine unglaublich lange Recherche, die normalerweise auch kein Printjournalist leisten könnte. Das war uns nur möglich durch eine gute Finanzierung, die aufgebaut wurde in dem Film, dazu zu wirklichen Erkenntnissen zu kommen oder Evidenzen zu sammeln.
Und das finde ich schockierend und das müsste man ändern und da muss sozusagen müssen ganz andere Entscheidungsträger her. Genauso wie eben auch, es muss ein Diskurs aufgemacht werden darüber, um da noch eine Anekdote von der Rezeption des Filmes unterzubringen, was wünschen wir uns eigentlich für ein Netzwerk? Und ich finde, das ist egal, ob alt oder jung, es ist eine ganz grundsätzliche Frage der Meinungsäußerung. Wir haben zum Beispiel den Film in Amerika, in Europa, in Russland, eigentlich überall gezeigt, aber was für uns eklatant war, dass der Film in Amerika ganz anders rezipiert wurde als hier. Zum Beispiel gibt es eine Szene in dem Film, wo wir einen rechten Aktivisten begleiten für eine Zeit lang, der das Internet nutzt, um Hetze zu verbreiten, der Minderheiten diffamiert, der Drohungen los wird und der hinter der digitalen Welt auch im analogen Leben Gewalt anwendet. Und die Frage, die wir, wenn wir in Amerika im Publikumsgespräch sitzen, dann immer fragen, wie findet ihr das, dass der das veröffentlicht auf Facebook, YouTube, auf all den Kanälen? Und viele sagen, das darf er. Das ist das First Amendment, das ist unsere Art von Meinungsfreiheit. Jeder darf erstmal wirklich alles sagen. Und es gibt nur ganz wenige Ausnahmefälle, und, in denen das anders entschieden wird. Wir in Europa mit einer Geschichte, die ganz anders aussieht, sehen das anders, sagen, es muss Grenzen der Meinungsfreiheit geben, sonst passiert so etwas wie in unserer Geschichte. Wir müssen Minderheiten schützen, wir müssen bestimmte Grenzlinien ziehen, die auch nicht im Digitalen überschritten werden dürfen. Und das gibt schon allein in Europa und Amerika so eine unterschiedliche Auffassung von beispielsweise Meinungsäußerung, dass man sich dieser Diskussion offen stellen müsste. Und im Grunde haben wir das gemacht mit dem Film, wir machen das noch mit dem Film, dass wenn immer wir irgendwo mit dem Film sind, diese Frage lebendig mit dem Publikum diskutieren. Und das ist etwas, was Facebook eigentlich anregen müsste und selbst leisten müsste. Ja, dann vielen Dank euch für das Gespräch. Bevor wir jetzt euch alle in die Mittagspause entlassen, würden wir die Runde noch kurz öffnen für ein paar Fragen. Zwei, drei Fragen. Gern über Handzeichen an die Referenten. Wer hätte noch eine Frage? Ja. Ja? Okay. Mich würde interessieren, wer den Film finanziert hat, beziehungsweise wie ihr an die Finanzierung rangekommen seid. Das ist ein total langer Prozess, also ganz gestartet hat das Projekt mit Moritz und mir, die eigentlich aus privaten Geldern dieser Frage nachgegangen sind. Wir hatten ein wenig Geld von der Heinrich-Böll-Stiftung ganz am Anfang, Christian Römer ist auch hier, der hat das Projekt auch am Anfang mit angestoßen, damit wir zumindest teilweise die Flüge nach Manila in der ersten Recherchereise finanzieren konnten. Wir haben dort aber Couchsurfing gemacht bei irgendwelchen Hahnzüchtern, die testosterongeladene Hähne hatten, die für den Kampf vorbereitet wurden, konnten da eigentlich nicht pennen. Haben versucht, uns irgendwie das billigste Streetfood dadurch zu jagen, damit man irgendwie recherchieren kann. Also das war wirklich extrem beschissen, muss man sagen. Dann hat aber das Ergebnis der Recherche relativ Öffentlichkeit erregt. Also viele Zeitungen haben darüber berichtet, was wir dort für Erkenntnisse eingesammelt haben, weil bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch niemand von Content-Moderation wusste. Und dann haben uns Produktionsfirmen angerufen und gefragt, wollt ihr nicht einen Film daraus machen? Und wir wussten, Manila ist eine sehr, sehr spannende Stadt, um die filmisch zu verarbeiten. Die Welt wirkt dort wirklich wahnsinnig, wie am Anfang heute im Vortrag, das ist fast eine Zukunftsdystopie, muss man sagen, die dort real herrscht, und fanden das gut einzufangen. Und dann hat die Produktionsfirma übernommen, das sind Gebrüder Beetz mit Christian Beetz und Georg Schurzenthaler, die haben sich sehr, sehr dafür eingesetzt, diesen Film zu finanzieren. Das hat gestartet mit einer kleinen Fernsehproduktion, mit einer Kooperation mit dem WDR. Das sollte eigentlich irgendwann nachts um zwei mal beim WDR laufen, mit ganz, ganz wenig Geld. Und dann haben aber alle begriffen, wie wichtig die Recherche ist und dass man die weiter finanzieren muss, und haben daraus eine internationale Koproduktion gemacht, haben aus Brasilien Partner gewonnen, aus Amerika Motto Pictures Partner gewonnen und ganz, ganz, ganz viele Gelder eingesammelt, was total schwierig ist, und die haben jetzt bis jetzt den Film noch nicht zu Ende finanziert. Also die sind immer noch in den Miesen, obwohl der Film auch sehr, sehr erfolgreich jetzt war und überall gesendet wird, weil es im Grunde für solch aufwendige Dokumentarfilme keine Finanzierung gibt und man muss wirklich überall Klinken putzen und Geld einsammeln. Also ihr hattet ganz kurz das Thema KI angesprochen, da wollte ich nochmal fragen, ob du nochmal kurz darauf eingehen kannst, warum jetzt die Variante einer algorithmischen Regelung von Content-Moderation keine Option wäre für dich. Ja, also
das ist ja oft so, dass das Hoffnungsvolle, was dann auch aus dem Silicon Valley als Versprechen kommt, dass das in ein paar Jahren von künstlicher Intelligenz übernommen werden kann, womit die ja natürlich einen großen Teil der psychischen Belastung der Arbeiter loswerden würden. Aber wir haben ganz viel mit ganz vielen Experten gesprochen, unter anderem mit Professor Müller, der unterrichtet hier an der TU, bildet unter anderem genau die Leute aus, die dann da am Silicon Valley an diesen Maschinen sozusagen arbeiten. Und das, was die Maschine ist, gerade imstande zu leisten, ist, sie können mehr und mehr Sachen analysieren. Also das ist ja ein Lernprinzip, man zeigt einer Maschine 200 Mal einen Stuhl, also viel, viel mehr, millionenfach einen Stuhl, und irgendwann kann die Maschine sagen, ja, ich weiß jetzt, wie ein Stuhl aussieht, auch wenn ich einen Stuhl noch nie gesehen habe in meiner Datenbank, kann ich sagen, das ist ein Stuhl. Das können die mittlerweile sehr gut, aber jetzt können die auf dem Bild ganz, ganz viele Einzeldinge analysieren, aber den Kontext, in dem das Bild steht, das ist ganz, ganz schwer zu erfassen, weil es interpretiert werden muss. Also, ein Beispiel zu nennen, nehmen wir an, es ist eine Gewaltszene zu sehen. Woher weiß die Maschine, dass das eine Gewaltszene eines Theaterstücks ist, das wir als Mensch erkennen würden und sagen, das ist ungefährlich, oder eine Filmszene, oder es ist die Propaganda von Gewalt, also Gewalt verherrlichend, oder es ist zu dokumentierende Gewalt, weil man eine Straftat aufdecken muss und es zeigen muss, dass so eine Gewalt stattfindet. Diese Unterschiede, die sind so unglaublich schwer und fein zu treffen, dass das die Maschine gerade noch nicht leisten kann. Es gab Versuche von YouTube beispielsweise im letzten Jahr im Juni, eine solche künstliche Intelligenz auf Terrorinhalte sozusagen auf die Plattform loszulassen. Die haben die, glaube ich, nach wenigen Stunden wieder abgesetzt, weil katastrophale Ergebnisse rauskamen. Es war kaum Terrorismus gefleckt worden von dem Algorithmus, sondern alles andere, aber nicht das, was es sein sollte. Also daran arbeiten die, und das ist im Grunde die Schwierigkeit, die die künstliche Intelligenz momentan sowieso noch hat. Sie können nicht auf Dinge reagieren, die sie noch nicht kennen. Es sind alles nur Muster, auf die sie zurückgreifen. Also alles, wie zum Beispiel ein Flugzeug fliegt in das World Trade Center. Noch nie zuvor ein solches Szenario gesehen. Wir als Mensch können uns intuitiv erklären, da ist etwas faul. Das könnte ein Terroranschlag sein, obwohl wir es noch nicht kennen. Die Maschine sagt, ich sehe ein Flugzeug und ein Haus. Keine Ahnung, was das ist. Daran arbeiten die. Und deswegen wird das auch in naher Zukunft nicht machbar sein. Also die müssen wirklich an anderen Lösungen arbeiten, um die Arbeitsbedingungen der Menschen zu verbessern, anstatt sich in der Technik sozusagen zu verfrickeln. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Ich habe den Film auch gesehen und der hat mich wirklich zutiefst berührt. Also die Menschen, die dort arbeiten, die diese Arbeit machen. das hat, und also ich bin da hin und her geschwankt zwischen zutiefster Bewunderung, die eine Frau, die eben aus der Religion diese Stärke zog, mit der sie diesen Job machte, der andere, der da dran zerbrochen ist. Also ich fand auch Manila, genau wie du es beschreibst, sehr gut filmisch eingefangen, diese Dystopie, diese irre Umgebung da und so weiter und so fort. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Diese Netzmoderatoren gibt es in Deutschland auch, nämlich auch hier in Berlin, hier vorne am Siemensdamm, die Firma Avato. Habt ihr da versucht vielleicht, wie gesagt, das sind dann die Menschen, mit denen wir auch in der U-Bahn sitzen, ja, die auch diesen ganzen Dreck im Kopf haben und niemand hilft ihnen dabei und sie werden unterbezahlt und ausgebeutet. Frage, habt ihr versucht, dort zu recherchieren, an die ranzukommen, weil, seien wir doch ganz ehrlich, die sind uns ja doch noch ein bisschen näher, wenn das hier bei uns um die Ecke stattfindet, in ne? Das hätte mich, also es wäre jetzt für mich interessant gewesen, wart ihr da dran, ist da nichts zu machen, wobei, wie gesagt, nochmals, das kein bisschen minimieren soll, die großartige Arbeit, die ihr gemacht habt in Manila. Also wir haben auch mit Content-Moderatoren hier in Berlin gesprochen, die in Spandau bei der Firma Avato arbeiten, jetzt mittlerweile auch in Essen eine neue Firma aufgemacht mit vielen neuen Mitarbeitern. Haben dort auch interessante Ergebnisse herausgefunden, also ähnliche Probleme sozusagen wie in Manila, haben uns dann aber irgendwann beim Filmemachen dafür entschlossen, denen nicht eine Plattform zu geben, weil dann hätte man sozusagen auch Leute aus Warschau, da wird das auch gemacht, oder Leute aus Lissabon, da wird das auch gemacht, oder in Dublin, also es gibt mehrere Stellen, wo Content-Moderation betrieben wird, dann hätte man es irgendwie so komplett machen müssen. Und uns war wichtig, den Leuten, die wir eben gerade nicht auf der Sichtbarkeit haben, also die ganz weit im fernen, fernen Osten, irgendwo auf einer Insel, dort im Indischen Ozean da rumschwimmen, wo wir nie uns Gedanken darüber machen würden, dass wir den Leuten eine Plattform geben, die eben keinen Mindestlohn haben, die keine psychologische Betreuung haben, die keinen funktionierenden Journalismus haben, der für die kämpft, oder keine Gewerkschaften haben, die sich für sie einsetzen,
die sind wirklich völlig am Arsch, sondern haben einen extrem sozialen Druck, diese Arbeit machen zu müssen, wohin hingegen in Berlin, in Spandau zumindest ein bisschen mehr als der Mindestlohn bezahlt wird, zumindest nach Protesten des Journalismus dort psychologische Betreuung sozusagen eingefangen wird. Deswegen haben wir die ein bisschen ausgeklammert. Nichtsdestotrotz sind die natürlich wahnsinnig spannend. Man kann auf eine ganz tolle Recherche verweisen von Grassecker und Till, er ist mit Nachnamen, egal, in der SZ, die darüber geschrieben haben. Also da wurde schon viel gemacht, auch auf dem Feld, und in Manila eben gar nicht. Deswegen haben wir das so, wollten wir das highlighten, weil das eben so in Vergessenheit ist. Okay, letzte Frage jetzt noch. Hi, danke für den tollen Film. Ich habe eine technische Frage, und zwar habe ich mich gefragt, wie landet denn der Content auf den Schreibtischen? Sind es geflaggte Inhalte, sind es Inhalte aus geschlossenen Gruppen? Weil man kann ja nicht alles reviewen. Das ist so eine Frage, die mir nach dem Film irgendwie eingefallen ist. Ja, also tatsächlich gibt es zwei Kanäle, über die Inhalte an die Moderatoren gelangen. Der erste ist den du gesagt hast, wir als Nutzer haben die Möglichkeit, Inhalte zu melden, also zu flaggen. Dann kategorisieren wir das und dann wird das gesendet an die Content-Moderatoren, die innerhalb von 24 Stunden, wenn möglich, wenn nicht zu viel Traffic herrscht, überprüfen sollen, ob der Nutzer oder die Nutzerin richtig lag in der Einschätzung oder nicht. Der zweite Weg ist eine automatische Vorfilterung, die Facebook schon hat, wo wir leider ganz lange versucht haben herauszufinden, wie ist die wirklich gebaut und auf was springt sie an. Wir wissen nur allgemein, dass die trainiert ist auf zum Beispiel Blut, auf die Umrisse eines Geschlechtsorgans, auf nackte Brüste, auf bestimmte, was weiß ich, Feuerbombeneinschläge, wo die anspringt und sagt, dieser Inhalt könnte verdächtig sein. Dann wird er auch an die Content-Moderatoren geschickt zum Doppelcheck und dann sagen die Maschine lag richtig oder nicht. Dieser Prozess wiederum wird natürlich gleichzeitig genutzt, um die Maschinen zu trainieren, weil dieser Algorithmus sozusagen immer Feedback braucht, zu sagen, lag ich richtig oder lag ich nicht richtig. Das sind so die zwei Wege, die benutzt werden. Okay, mit diesen Worten wollen wir jetzt doch schließen. Wir sind schon ganz gut über der Zeit. Von daher ist es... danke. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ganz herzlichen Dank für den Film. Wir lassen euch jetzt in die Mittagspause gehen. Es geht dann weiter hier um 14 Uhr mit Sabine Smentek zum Thema E-Government. Bis dahin guten Hunger und danke nochmal unseren Gesprächsteilnehmern.